Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil und letzter Teil von Pluto-Ingress im Wassermann und dieses Mal in den USA nachgeschaut. Ich habe dieses Horoskop jetzt nur so auf die Schnelle mal überflogen und es fällt uns auf, dass hier eine starke Besetzung im 11. Haus stattfindet mit vier Planeten. Der Mond zählt schon für das 12. Haus. Der Hauptdarsteller selbst, Pluto, steht im 9. Haus, also das heißt, er steht für das ferne Ausland. Das wäre aus Sicht der USA zum Beispiel Europa. Und wir sehen, dass es in dem Fall in Europa zu dramatischen Veränderungen kommt. Und Pluto ist eingeschlossener Herrscher des 6. Hauses. Also das heißt, offensichtlich gibt es in Übersee, also aus amerikanischer Sicht gesehen, Schwierigkeiten und Probleme. Wir sehen auch den Saturn als Herrscher des 8. und des 9. Hauses im 10. Haus in den Fischen. Das bedeutet für mich nicht, ja, dass jetzt ein Anführer aus Europa die USA übernehmen wird, sondern ich würde sagen, wir haben hier einen schwierigen Einfluss auf die Staatsführung in den USA. Zum Herrscher 10 in 12 kommen wir gleich. Und dieser Einfluss ist halt eben bedingt von dem fernen Ausland, in dem es 8. Haus dramatisch zugeht. Also das heißt, auch die USA bleiben von diesen Entwicklungen nicht verschont. Und dann verstehen wir auch, warum das Haus der Verbündeten, also der befreundeten Staaten, befreundet unter Anführungszeichen, mit Spitze 11. Haus in den Fischen versehen ist und der Herrscher von 11 in 11, Neptun, hierfür, ich glaube, jetzt nicht eine spirituelle Entwicklung sorgt, sondern für Unklarheiten, für möglicherweise Auflösungstendenzen oder Fluchttendenzen. Ja? Weil Neptun als Fischeherrscher zeigt uns ja auch das Potenzial des Sich-Entziehens. Also das ist halt eine der Fische-Qualitäten, dass sie sich den Dingen nicht gerne stellen. Und hier haben wir dann auch den Herrscher von 10, wenn wir gleich beim Entziehen sind, Herrscher von 10, Uranus, eingeschlossen im Stier, im 12. Haus. Also das würde mir zeigen, dass die Staatsführung sich aus dem Staub gemacht hat, das heißt, dass sie abtauchen. Das 12. Haus ist ja das Haus auch Verschwindibus Maximus genannt. Also das heißt, hier werden sie 16 Grad 23, das klingt nach Waagegraden im Stier. Waagegrade sind 15 bis 17 Grad 30. Also das heißt, sie werden offensichtlich in Wohlstand sich verabschieden und verschwinden. Wir sehen eben hier im 11. Haus, im Haus einerseits der Verbündeten, aber auch andererseits im Haus der Gruppenbildung, im Haus auch der, wie sagt man, die Flugzeuge sind vielleicht hier nicht so wichtig, Parteien könnte man noch gelten lassen und Gruppenbildungen. Wir sehen zum Beispiel, Spitze 4. Haus steht im Löwen, Herrscher von 4 ist eine gute Besetzung, Herrscher von 4 in 11 im Widder zeigt uns, dass in den USA die Bevölkerung offenbar sehr dynamisch und sehr aktiv Gruppen bildet, ja, was vielleicht in Europa auch ratenswert wäre. Wir sehen hier eine sehr interessante Konstellation zwischen Saturn im 10. Haus und Mars im 1. Haus und ich lasse diesen Spiegelpunkt ausnahmsweise gelten, weil er so eine gravierende Bedeutung hat. Wir sehen hier Mars auf 29,05 Grad und Saturn auf 1,49. Also das ergibt zusammen 30 Grad 55 Minuten, also das heißt 1 Grad Ungenauigkeit, lasse ich aber gelten und das würde dann bedeuten, dass es hier zu einem Sturz kommen kann. Ja, also das heißt, hier können, ich will nicht allzu viel darüber sagen, aber hier sieht man, dass es hier zu einem Sturz kommen könnte und das ist in zeitlich gar nicht allzu ferner Zukunft. Also das heißt, wir sehen hier spannende Entwicklungen, wir sehen auch hier die Beziehungen, die Verträge, ich sage immer Handelsbeziehungen, auf jeden Fall alles, was eben die Außenpolitik anlangt, steht im 7. Haus. Eben das, hier ist das Ich, hier ist das Du und ist auch im 11. Haus. Also das heißt, hier gibt es eben offensichtlich, Jupiter sind
gute Verbündete. Der Jupiter steht immer für gute Verbündete. Also das heißt, offensichtlich gibt es für die USA gute Verbündete, aber die Gesamtlage mit Spitze 11 des Haus ist einigermaßen schwierig. Wir sehen auch noch, dass der Herrscher von 1 in 11 ist. Ja? Also das heißt, das Land, die gesamte, ja, kann man sagen, die USA kooperieren hier mit ihren im Kreise der Verbündeten. Und wir sehen auch noch Spitze 5 des Haus, Spitze 5 des Haus, auch im 11. Haus. Wie soll man sagen? Wachstum, Wohlstand des Landes hängen logischerweise eng mit den verbündeten Staaten zusammen. Ich glaube, das ist auch bei den Gelsen so, dass die auch, das hängt auch mit dem Blutstrom zusammen. Auf jeden Fall haben wir hier, was für mich noch interessant ist, der Mond als Herrscher des dritten Herrscherin des dritten Hauses kann natürlich dafür stehen, dass sich hier die Beziehungen zu Nachbarländern, das wären konkret Mexiko und Kanada, etwas entfremden, etwas distanzieren, auflösen, Unklarheiten sind, dass hier sozusagen mit Mond im Widder ein gewisses Aufbegehren zu registrieren ist. Wir sehen aber gleichzeitig auch Herrscher von 2 und von 3 an der Spitze des 12. Hauses, was natürlich für das Finanzsystem, keine Frage, für den US-Dollar steht und auch für die US-Industrie und die Wirtschaft. Und hier sehen wir, diese beiden Faktoren bringen hier zwar große Impulsivität bezüglich Mond im Widder, aber wir sehen hier auch große Unklarheiten, möglicherweise ein Auflösungsprozess. Könnte sehr spannend werden. Interessant ist, dass hier ja, 9 Planeten oberhalb der Aszendentenachse sind und davon sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück im 4. Quadranten. Das heißt, es wird etwas unternommen und ja, Spitze 4. Quadrant ist im Wassermann. Das heißt, es kann rasant gehen, es ist ungewöhnlich und wir werden es sowieso in Bälde dann auch erfahren, was drüben abgeht. Auf jeden Fall Mars im 1. Haus macht doch nervös. Und ein bisschen gereizt die Stimmung im gesamten Land. Aber Mars ist dummerweise auch der Herrscher des 12. Hauses. Das heißt, die Gereiztheit ist ein bisschen orientierungslos. Naja, kein Wunder, der Mars steht auch auf Fischegraden 29 Grad 5 Minuten. Das heißt, wir haben es hier mit Unklarheiten im gesamten Land zu tun. Orientierungslosigkeit. Und der Mars beherrscht auch noch das 6. Haus, ja, und hängt damit irgendwie auch mit Pluto zusammen, zu dem er ein, würde ich sagen, lupenreines Quinkungs bildet, 1, 2, 3, 4, 5 Zeichen, 150 Grad Aspekt, in dem Fall 149 Grad. Gut, der 14.9. hat damit nichts zu tun, aber das heißt, wir haben hier natürlich Schwierigkeiten im Land, Unklarheiten, welche mit dem Zusammenbruch in Europa zusammenhängen. Wie gesagt, das war nur ein schneller Blick in die Werte, also in nur Werte, ich meine, in den Übergang Plutos in den USA, in den Wassermann. Wir haben bei der neuen Zahlenreihe nur eine Bemerkung noch. Wir haben hier die 4, die 5, die 6, die 13 und die 17, ergibt die 8. Und ja, die 4 spielt eine Schlüsselrolle, Saturn eindeutig als Herrscher von 4 und von 9 im 10. Haus definitiv. Die 5 Jupiter, ja, kann man auch gelten lassen für dieses Horoskop, sozusagen ja, höheres Wissen, Spiritualität. In dem Fall wäre Jupiter der Herrscher des 7. Hauses im 11. Haus, also zuverlässige Handelspartner. Dann den Gefühlen freien Lauf lassen, die 6, in dem Fall Mars hat sicher auch eine Bedeutung. Und wir sehen aber auch in diesem Horoskop die 13 Niedergangsprozesse, wobei ich sagen würde, dass die USA offensichtlich hier nicht so stark von betroffen sind. Und zum Schluss haben wir die Wasser des Lebens Osiris, die 17, aus der sich dann die 8 ergibt, die Venus. Die Venus hat aber in diesem Horoskop, würde ich sagen, jetzt nicht so die sonderliche Bedeutung, deswegen, ich weiß nicht, die neue Zahlenreihe, irgendwie gefällt es mir nicht, aber wir sehen auf jeden Fall in der Venus Herrscher von 6 in 12, also das heißt, dass sich gewisse Krankheitsthemen auflösen und Herrscher von 12 in 12 eingeschlossen. Die Venus kann sich sozusagen ähnlich wie Uranus
die Regierung hier nicht entfalten und kommt auch nicht zum Tragen. Also das heißt, hier haben wir große Beeinträchtigungen. Und möglicherweise ist das gut so. Andererseits, wenn wir aber dann das sechste Haus auch noch für den Sektor der Arbeitsplätze sehen, würde ich sagen, ist es auch hier ein Verlust von Arbeitsplätzen. Also es herrscht von 6 in 12, würde ich so interpretieren. Ja, ich meine, ansonsten gibt es, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ich möchte, wie gesagt, noch das Horoskop von Mutter Teresa behandeln. Das werden möglicherweise 2 Teile sein, werde ich aber ein bisschen später machen. Ich lade jetzt einmal dieses Horoskop hoch. Ja, gehen wir die Berchtesdorfer Heide einmal entlang. Ich glaube, da sage ich gar nichts. Ja, genau. Aber auch die Hintergrundgeräusche sind mir zu viel. Ja, wir sehen derzeit eine sehr spannende Entwicklung international betrachtet. Ich möchte dazu keine Stellung nehmen, weil ich das nicht darf. Ja. Ich sage es nur ausdrücklich, ich darf hier in diesem Forum darüber nicht sprechen. Ich möchte aber nur zu bedenken geben, dass hier alles nur eine Matrix ist. Also das heißt, dass wir mit unseren Fähigkeiten es schaffen, diese Dinge zu relativieren. Ja. Und auch natürlich besonders, indem wir ihnen die Energie entziehen, auch eine sehr probate Strategie. Wie hat das, glaube ich, wie heißt dieser Spruch? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, oder stell dir vor, es ist jenes und niemanden interessiert es. Ja. Und wenn wir diese Dinge nicht mehr mit Energie besetzen, dann können sie machen, was sie wollen, also dann sind sie tatsächlich machtlos. Bitte um 19.50 Uhr, wieder für 3 Minuten, wenn du es schaffst. Ich weiß, die Zeiten sind sehr schwer und im Moment ist es wirklich, ja, wie man sagt, eine schwierige Angelegenheit. Und in Zeiten wie diesen, bitte ganz besonders wichtig, die 3 Minuten, die summieren sich. Wenn das von uns 100, 200, 500 oder gar 1000 von uns machen, dann hat das schon einen massiven Effekt. Bitte auch bedenken, wenn wir sozusagen in die Freude-Energie kommen, kommt noch der Multiplikator von 5000 dazu. Also das heißt, wir haben dann hier richtig einen positiven, gewaltigen Einfluss. Und du weißt, wenn du sozusagen, wenn du, was nicht, in der Emotion bist, wenn du sagst, ja, der und der hat das und das, bla bla bla, kann auch hier und da sozusagen auch der Einsatz von Bratpfannen durchaus einen heilenden Effekt haben. Man sollte es nicht glauben. Es bringt nämlich gewisse Menschen wieder zur Vernunft, weil das ist sozusagen, weißt du, alle Räder stehen still, wenn der Arm des, oder wie ist es, wenn der starke Arm des Volks es will, oder so ungefähr in die Richtung. Ja? Also das heißt, Gegenwind ist in Zeiten wie diesen etwas ganz Hervorragendes. In dem Sinne alles Liebe und einen großartigen Wochenendbeginn. Dein Astrowolf. Ende.